Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil HD Remaster. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal tatsächlich hier und haben das Angelrätsel gemacht, genau, und haben dadurch hier in der Kiste das Windwappen bekommen. Da müssen wir auch noch das Farbband raus tun. Und genau, das Windwappen brauchen wir jetzt aber allerdings noch nicht. Und wir haben hier noch so einige Story-Items. Eine Treibstoffkanister, sollen wir den vielleicht mal mitnehmen? Mache ich erstmal nicht. Und ja, ich glaube, wir wollten das Haus weiter erkunden, ne? Weil es war ja da in dem einen Raum, da war noch was. Auf der linken Seite. Und, aber wir waren auch noch oben, noch nicht überall. Schaut euch das mal an, da. Okay, das heißt, wir müssen nochmal nach oben. Und gut, machen wir mal weiter. Jetzt doch bei der Hitze. Tatsächlich, ich hatte mir gedacht, dass ich tatsächlich nicht aufleben kann diese Woche, weil es einfach so warm ist. Ich weiß auch nicht, also das ist wirklich... über 33 Grad hier bei uns in Köln und ach Gottes Willen. Normalerweise kann ich ja bei so einem Wetter nicht aufnehmen, ne? Aber es hat doch zum Glück rechtzeitig zum Sonntagabend hier abgekühlt. Sodass wir hier tatsächlich ja weitermachen können. Und zum Glück, ich weiß nicht, ob ihr den Ventilator hier hört, den ich da aktiviert habe. Ich hoffe nicht. So, sieht aus, als hätte jemand etwas an sich genommen und sich schnell aus dem Staub gemacht. Da liegen noch Farbbänder, die habe ich gar nicht gesehen. War das jetzt hier? Hier ist noch was zu tun. Schauen wir uns mal den ganzen Rest nochmal an. Die Schublade ist leer, das Regal auch. Aber was ist denn hier noch zu tun? Vielleicht was an dieser Kerze? Irgendwas ist hier noch zu tun. Schaut mal, hier ist es noch rot. Oder habe ich hier wieder irgendwas übersehen? Wartet mal, dieser Koffer da vorne? Nee. Diese Musik hier, ey. Ah, hier hinter? Ah, wir haben hier noch ein grünes Kraut, oder was? Haben wir noch mehr Zeug? Nein, das war's. Okay. Sehr gut. Das heißt, das Zeug können wir wieder ablegen. Und aber ich guck, wartet mal. Können wir jetzt da hinten was machen? Weil da drin haben wir ja beim letzten Mal das Angelrätsel gemacht. Ja, ich bin jetzt gerade nochmal am überlegen, ob wir ganz hier hinten durch. Ob wir da was machen können jetzt. Ich meine, wir haben ja das Feuerzeug eigentlich. Oder? Wartet mal, was war denn hier jetzt nochmal? Ah! Ach, okay. Hier waren noch jede Menge Kräuter, die habe ich noch übersehen. Ja, super. Das heißt, wir müssen wieder hin und her laufen. Das ist natürlich... Tür ist verschlossen, ein Helmsymbol. Okay. War aber hier überhaupt schon drin? Ja, ich glaube, wir hatten... Oh Gott, der schreckt mich nicht so. Ja, ein Gewitter wäre jetzt bei mir auch, würde ich mich auch drüber freuen. Okay, das heißt, wir müssen noch einmal kurz hin und her. Ja, sorry, Freunde, aber das ist halt Chris sein Weg. Und der hat halt wenig Itemplatz, von daher müssen wir leider hin und her laufen. Hier bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und ach, ich bin so froh, dass diese Hitze jetzt aber weg ist. Ganz ehrlich, ich meine, wir haben den 14. August, genau, Sonntag 14. August und meine Güte, diese Hitzewelle, die war echt krass, muss ich sagen. Also eine Woche lang die Hitzewelle habe ich tatsächlich noch nie gehabt, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr damit besser klarkommt. Wenn ja, dann schreibt es ruhig mal unten in die Kommentare, ob ihr besser damit klarkommt. Also ich komme damit überhaupt nicht klar, wie ich eben schon gesagt habe. Ich fange dann an zu spitzen und mein Kreislauf spielt verrückt. Und normalerweise tue ich nichts außer dann
tatsächlich nackt im Bett zu liegen und einfach zwei Ventilatoren auf meine Fresse. Und dann wird das schon irgendwie. Aber ja gut. Es war zum Glück nicht so schwül. Das ist schwül wäre nochmal schlimmer. Aber doch gut. So, Chris, dann nimm mal bitte die Kräuter mit. Ja, ich freue mich auch natürlich wieder, dass ihr hier wieder dabei seid bei Resident Evil 1. Wie es hier Schritt für Schritt weitergeht. Ja, und hier können wir nichts weiter machen erstmal, weil die Tür zu ist. Sollte aber auch jetzt nicht mehr rot leuchten, der Bereich, oder? Das war's. Sehr schön. Und ja, ich hoffe, dass euch das nach wie vor gefällt, das Projekt hier. Ich meine, wir kommen ja gut voran, auch wenn wir da hin und wieder mal weiteres Kilometergeld sammeln hier mit ihm, Chris. Aber da das mit der Spielmechanik so gewollt ist, lasse ich die Kilometer halt drin. In der Aufnahme, ne? Weil es gehört halt dazu bei ihm hier. Wir hätten auch Jill nehmen können, aber Jill haben wir schon mal gespielt. Deswegen... Meine Güte, haben wir viel Heilung. 8, 9 Vollheilungen, alter Schwede. Das ist schon heftig. Okay, dann muss ich jetzt mal gucken, wo wir hier noch weitermachen können. Und auf der Seite müssten wir jetzt alles haben, oder? Ah, wartet mal, hier raus können wir nicht mehr, ne? Hier raus können wir nicht mehr. Okay, da müssen wir... Wartet mal, ich glaube, da rechts war noch mal einen, Sollen wir das mitnehmen? Da war noch Kerosin auf der rechten Seite. Aber... ist jetzt die Frage. Wir kommen nicht mehr hier raus, ne? Ich meine, wir haben ja noch einen kompletten Bereich da zu tun. Wir gehen mal in die Haupthalle, würde ich vorschlagen. Dann am besten oben drüber, weil, wie gesagt, hier unten ist ja der Türgriff kaputt. Und da müssen wir halt wohl oder übel hier oben durch. Genau, wir haben sollten alle Zombies eigentlich platt gemacht haben hier. Wieder schöne Gruselmusik. Und dann sollte hier vorne, wenn ich mich nicht recht entsinne, die Haupthalle sein, oder? Ich bin völlig falsch. Nein, es ist die Haupthalle. Seht ihr? Ein bisschen kenne ich mich doch noch aus hier. So, was war denn mit der Tür hier unten? So, was war denn hier mit? Können wir dann rein? Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Alles klar. Okay. Das heißt, wir müssen da nochmal komplett durch. Ach, an dem Hundegang da vorbei. Ich sage immer Hundegang und ihr wisst gar nicht, wenn ihr das Original geguckt habt, wenn ihr das Original nicht geguckt habt, was ich meine, aber hier im Original sind hier halt Hunde aus dem Fenster gesprungen. Und da habe ich mich voll erschreckt, obwohl ich wusste, dass da Hunde kommen, aber so. Daher ist das hier der Hundegang für mich. So, dann gucken wir da einfach mal weiter. Geh da rein. Gehst du da rein? Was machst du denn? So, wir haben 1 von 4 Wappen. Ich glaube, das waren 4, um hier aus dem Haus rauszukommen. Genau, einfach durch, ne? Ja. Einfach durch hier. Durch die... Ah, den müssen wir den müssen wir verbrennen, aber ich renne da erstmal dran vorbei. Das ist, der ist jetzt nämlich ein Crimson Head geworden und ihr seht, wie schnell der ist. Oh. Ja, noch einer, ne? Oh, shit. Oh, shit. Okay. Chris, dann... Au! Ui, 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 ui. Wir sind schon im gelben Bereich. Okay, dann... mach mal, mach E! Eklig. Ihr seid so widerlich. Oh Gott, oh Gott. Alter. Hab ich ganz vergessen, dass hier noch die Zombies rumlaufen. Ich sehe gar nichts, ne? Ich sehe gar nichts. Du, geh weg. Geh einfach weg. Oh Gott, geh einfach raus. Oh, shit. Die habe ich ganz vergessen. Oh, je. Na gut, wir sind noch gelb. Das heißt,
Die könnten wir noch schaffen. Es ist ja nur noch der eine. Es ist ja nur noch einer. Verdammt. Ich wusste irgendwie, dass... Ich war mir nicht sicher, ob ich das mitnehmen soll. Oh. Oh. Das macht einen Kopfschuss. Mach nochmal eh hier. Oh Gott, jetzt laufe ich aber weg. Jetzt laufe ich aber weg. Jetzt laufe ich aber weg, ganz weit. Komm mal hier. Boah. Okay. Oh Gott, wir sind kritisch. Oh Mann, das alles nur... Aber immerhin ist der Kopf ab. Das ist ja auch schon mal was Neues. Das ist auch schon mal was Gutes. Und das alles nur, ja... Weil ich da oben die... Da vorne die Türen checken wollte. Jetzt hocken wir hier im roten Bereich rum. Ja, ganz toll. Ich will doch nur gucken, ob wir da reinkommen. Und wir müssten einfach den Weg außen rum nehmen. Shit, da kamen zwei Crimson jetzt. Naja gut, aber der eine, die sind ja jetzt beide weg. Die Tür ist verschlossen. Okay, das Wappen der Spencers ist in den Türgriff eingraviert. Das heißt, da kommen wir nicht hin. Ah, Rüstungsschlüssel. Okay, da könnte wieder was kommen, ne? Wenn da was drin ist, gehe ich direkt raus. Also was Böses. So, ist hier was? Oh nein. Ja, hier ist auf jeden Fall etwas. Ah, das ist dieses Bilderrätsel. Okay, ich kann mich daran erinnern sogar, gell? Ich hätte aber lieb... Ich will hier aber nicht im roten Bereich rumrennen. So. Ich kann mich daran erinnern. Ich darf halt... Ich muss mich eigentlich heilen. Das machen wir jetzt gleich auch. Aber wie gesagt... Ich muss mich heilen. Und dafür muss ich leider nochmal in den Safe-Raum und nochmal einmal komplett außen rumlaufen. Es tut mir leid, Freunde. Aber hier ist ja der Türgriff kaputt. Ne, das ist ja die miese Geschichte. Da kommen wir dann an das zweite Wappen dran. Okay. Boah, das wäre ja was gewesen, wenn ich jetzt gestorben wäre bei den Crimson Heads, ne? Aber gut, es hat sich gelohnt. Wir haben Kerosin gespart. Und ich würde vorschlagen, das nehmen wir jetzt auch mit, das Kerosin. Ich meine, wir haben... Mach die Kiste auf! So. Kann man das mitnehmen? Dann hier der Treibstoffkanister und... Noch ein grünes Kraut. So. Weil dann können wir das eine nämlich mal benutzen. Und schon geht's uns wieder prächtig. Ah, wir können auch fast die Munition komplett verbinden. Okay, das heißt, wir müssen leider auch mal außen rumlaufen. Wegen dieser dummen Tür hier. Verdammt. Wegen dieser Tür. Die Tür ist kaputt. Ja. Das heißt, wir müssen nochmal durchlaufen. Aber da kann ich doch die Gelegenheit mal nutzen, während wir hier durchlaufen. Habt ihr mir einen Tipp gegeben, wo ich noch Kerosin habe auf der Map, damit ich das nicht vergesse. Und, ja, das war im im Erdgeschoss war das. Wir laufen da sowieso dran vorbei. Also, sehr gut, dann gehe ich da nämlich kurz hin. Weil, ja, dann nehmen wir noch das Kerosin mit, weil falls wieder irgendwas Gemeines hier passieren sollte. Ich meine, wir haben eine Ladung haben wir jetzt drin. Wenn ich dann noch Zombies sehe, die werde ich dann verbrennen. Genau. Ja, Freunde, ein bisschen hängender Fortschritt hier, aber wie gesagt, ist mit Chris scheinbar so gewollt. Ja. Was soll man machen? Ne? Das Überwachen ist halt so. Aber dafür, ja, dafür freue ich mich, dass wir länger hier in diesem Herrenhaus sind. Weil es ist wirklich atmosphärisch genial, dieses Herrenhaus. Da, wo alles angefangen hat, ne? Ach,
Schön wieder hier zu sein. Zwar aus einer bisschen nervigeren Sicht. Aber nun gut. Das war doch schon hier draußen, oder? War doch hier draußen. Bei den Hundis. Shit. Bei den Hundis. Ah ne, hier rennen. Ah, die haben wir platt gemacht, okay. Ah nein, die ist nicht kaputt. Warum? Oh. One-Hit. Auch gut. So, ist noch Kerosin da. Dankeschön. Es ist noch Kerosin da, okay. Aber ihr Kanister ist bereits voll. Ja, perfekt. So, dann... Den haben wir One-Shot erledigt. Das ist gut. Das heißt, wir können das hier auch kombinieren direkt. Und haben wieder einen Platz frei. Ist das nicht gut? Das ist gutes Timing. Das nenne ich mal gutes Timing. So. Da macht sich wieder der Schützenwettbewerb bezahlt, ne Chris? Der macht sich bezahlt hier. So. Da, hier haben wir die Crimson Heads erledigt. Sehr schön. So. Und dann können wir uns jetzt mal das Rätsel anschauen. Das Bilderrätsel. Kennt man ja noch aus dem Original. Ne? So. Dann gucken wir uns das mal an. Hier sind nämlich die Vögel. Der Titel lautet: Bringe das wahre Licht zu den drei Geistern. So. Wir fangen an. Das Bild eines Helden... Oh. Oh, es ist ein anderes. Okay. Das Bild eines Helden mit einem Armband. Es liegt hinter gelbem Glas. Da ist ein Schalter. Nein, drücken wir erstmal nicht. Das Bild eines Weisen mit einer Halskette. Es liegt hinter rotem Glas. Da ist ein Schalter. Drücken. Nein, danke. Was gibt's denn hier noch? Das Bild eines Heiligen mit einer Krone. Es liegt hinter gelbem Glas. Da ist ein Schalter. Nein. Wir drücken erstmal die Schalter nicht. Weil ihr seht's da oben, ne? Diese... Die schönen Tierchen da oben. ja. Ich sag mal nichts. Das Bild eines Heiligen mit einer Krone. Hä, schon wieder? Sieht denn der gelbe Glas? Da ist ein Schalter. Nein. Sind das über... Das Bild eines Weisen mit einer Halskette. Es liegt hinter rotem Glas. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Das ist anders. Das Bild eines Helden mit einem Armband. Es liegt hinter gelbem Glas. Schalter. Nein. So, was müssen wir tun? Lisa. Geschützt von den drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Am Unterrand des Bildes ist ein Armband, Halskette, Krone. Nein. Armband, Halskette, Krone. Das heißt... Wartet mal, aber... Okay. Wir haben einmal rote Farbe, lila Farbe und grüne Farbe. Okay, ist das jetzt... Oder orange, ist das da unten orange? Armband, Armband, Halskette. Interessant. Das ist jetzt nochmal ein komplett anderes Bilderrätsel, was sie hier eingebaut haben. Ach, krass. Ja, okay. Aber ich weiß jetzt nicht, was es damit auf sich hat, um ehrlich zu sein. Verdammt, also als erstes war das Armband, ne? Helden mit einem Armband. Ich würde sagen, ja. Oh, das Bild des Helden hat sich orange gefärbt. Okay, das scheint richtig gewesen zu sein. Weil das orangene Armband, ne? Das orangene Armband. So, weil das orangene Armband... So, dann haben wir die lila Halskette. Okay. Das hier ist die Halskette. Es liegt hinter rotem Glas. Lila. Hat sich purpur gefärbt. Okay.
Wir müssen jetzt nur noch grün. Also das war schon korrekt hier, glaube ich. Ich weiß zwar nicht wie, aber es ist korrekt. Okay, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das Grün hin? Das Bild eines Heiligen mit einer Krone. Wartet mal, gelb und... Nee, gelb und blau ist grün. Glaube ich, ja. Nein, lass mal. So. Jetzt so. Das ist jetzt blöd. Welches ist das Richtige? Das Bild eines Heiligen mit einer Krone. Shit, es ist rot, also orange. So. Das hat wieder seinen Ursprung. Okay, dann auf der anderen Seite. Weil wir müssen irgendwie... Das muss grün werden. Ja! Okay, das Bild des Heiligen hat sich grün gefärbt. So, und das muss doch jetzt passen. Für da vorne. Und wenn ich, dann fresse ich einen Besen. Dieser geschützt von den Geistern. Das Bild einer Frau, ja, okay. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Hier kriegen wir gar nicht das Wappen. Sondern das ist einfach eine Ab... was ist das denn? Ah, eine Todesmaske. Was das hier? Okay, interessant. Tür ist verschlossen. Oh. Shit. Okay. Aber das haben wir jetzt... Das haben wir jetzt auf... durchgeklärt. Okay, dann haben wir den rechten... Ah, wartet mal, da oben. Ach Gott, zweites OG gibt es ja auch noch, ne? Wir haben hier auf jeden Fall jetzt erstmal alles geklärt. Okay. Alles richtig gemacht scheinbar, weil die Adler, die stehen hier nicht auf. Das ist sehr gut. Und auch ohne Musik hier, weil im Original war das ziemlich gruselig. Der Musik im Hintergrund. Das ist hier nicht. Okay. Gut, das haben wir erledigt. Dann... wo können wir da weitermachen? Also da oben rechts kommen wir raus, ne? Das ist ja klar. Wo können wir jetzt weitermachen? Müssen wir wieder außen rum oder wir können einfach oben in die Haupthalle rein? Oder theoretisch nochmal versuchen? Warte mal, was war denn da oben nochmal? Also hier kommen wir ja raus, ne? Was war denn jetzt da oben nochmal? Wir gehen jetzt nochmal hier rein. So, legen diese Maske auch erstmal ab. Weil die müssen wir nicht die ganze Zeit mitschleppen, ne? Aber das war ein interessantes Bilderrätsel tatsächlich. Also das war Trial and Error mäßig. War auch ziemlich einfach. Ich weiß, ich wusste halt nur nicht, ob man da die Farben mischen musste oder ob man einfach nur die richtigen Knöpfe drücken musste. Das ist ein bisschen komisch gewesen. Aber was ist das denn da oben? Achso, das ist das Schrotgewehr. Ja, die Pumpgun lasse ich auch die ganze Zeit draußen, so mutig wie ich bin. Laufe nur mit einer 15-Schuss-Pistole rum. Ja, das ist richtig krass. Aber nun gut. Oder warte mal, soll mal speichern? Nee. Ich bin mutig. Falls irgendwas Böses kommt, gehe ich wieder. So einfach ist das. Hier geht ja nicht, ne? Genau, kein Griff, sie können nicht durchgehen. So, was war denn jetzt mit der großen Tür hier in der Mitte? So, hier. Ah, da kommen wir rein. Sehr schön. Noch ein neuer Raum. Was ist das denn jetzt? Das war doch dieser Rätselraum. Oh Gott. Ja. Wehe dem, der meinen Schlaf stört. Da ist ein Schalter. Nein, lass erstmal. Oh Gott, was ist das jetzt wieder?
Diese Einbuchtung liegt erfasst, aber das Gitter ist im Weg. Sie können es nicht erreichen. Sieht mir nach einem Wappen aus, ne? Oh Gott. Also im ersten Teil konnte man hier was verschieben. Und hier kann man auch was verschieben. Ich will jetzt hier nichts falsch machen und dadurch hops gehen. Wirklich. Ich würde sagen, wir speichern das. Wir speichern unseren Fortschritt jetzt ab. Mir wird das zu unsicher hier. Also das ist ein Rätselraum auf jeden Fall. Finde ich cool. Ja, gut. Aber ich speichere lieber ab. Wir haben zu viel Fortschritt, als dass ich den verlieren wollen würde. Deshalb, ja. Keine Ahnung. Lieber abspeichern. Lieber aufs Nummer sicher. Weil wir können ja auch nicht mit Savestats arbeiten. Ne? Wie im Emulator, ist klar. Ist halt das Gemeine an einem PC-Spiel. Dass man da keine Savestats machen kann. Aber ist halt der Flair vom ersten Resident Evil. Ne? Dass man da schön die Farbbänder benutzen muss und so weiter. So. Lieber speichern. So. Verwende das Farbband. Weil wir haben jetzt 26 Minuten aufgenommen und die möchte ich nicht unbedingt nachspielen. So. Okay. Außerdem finde ich die Musik hier so schön. Ah ja. So, Farbbänder. Zack. Weg damit. So. Dann gehen wir mal hoch in den Rätselraum. Gucken, ob wir da irgendwas falsch machen. Und dann drauf gehen. Das wäre es ja. Vielleicht kriegen wir es aber auch gelöst. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Des Rätsels Lösung. So. Ja, ich bin immer noch am Schwitzen, aber es ist erträglich. Wie gesagt, es ist erträglicher als die letzten Abende. Von daher geht schon. Geht schon. So, dann gucken wir uns das mal an. Was ist hier? Die Statuen kommen nach vorne gedingst. So, und was ist, wenn wir da jetzt drauf drücken? Oh, oh, ja, genau. Das wusste ich. Das wusste ich. Genau das. Genau das. Ich wusste, dass sowas passiert, aber wir leben noch. Oh, wir sind sogar noch grün. Okay, ja gut, dann... Alles klar. Was heißt, wir müssen die Dinger wieder davor schieben oder was, ne? Das ist ja zu einfach. Wir müssen echt nur die Dinger noch davor schieben oder was? Ja, oh. Okay. Hä? Da geht das da oben noch rein. So. Ah, es ist doch nicht so trivial. Okay. Hätte ich jetzt gedacht. Das heißt, wenn wir das da reinschieben, geht das da oben rein. Dann müsste unten links das wieder rauskommen, ne? Oder immer das geht. Das, die Gegenseite. Aha. Links. Nein, 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 Chris. Nein, nein, lass. Okay, das ist jetzt dann so, vielleicht? Okay. Ich probiere jetzt einfach alles aus. Irgendeins davon wird es schon sein. So, dann machen wir das da oben. Hier oben und rechts haben wir eben schon mal probiert, ne? Jetzt kommt es da wieder raus. Bleibst du mal drin? Bleibst du mal drin hier, Kollege? Du bleibst doch mal drin. Da kommen die rechts wieder raus, ne? Ah nein, aber jetzt müsste es passen. Wenn wir das jetzt wieder reinschieben. Und dann einfach oben links geht das dann wieder rein. Ha! Sehr gut.
Alles klar, wir haben das Rätsel gelöst. Einfach durchdrücken. So, jetzt müsste nichts passieren. Ah, danke schön. Das ist aber... Okay, wir können hin und wir können uns das Item da schnappen. Ein rätselhafter Kasten. Ein Schmuckkasten. Was hat's denn damit auf sich, sagt mal. Schmuckkasten, da ist ein Schalter. Aha, da ist ein Bild von Sonne und Mond. Auf dem Teller steht, Sonnenlicht weckt mich. Aha. Da ist ein Schalter. Es passiert nichts. Was zur... Aha. Ah, es befand sich eine Maske darin. Wir haben eine Todesmaske. Okay, dann haben wir, glaube ich, jetzt alle drei Masken für draußen. Das ist ja auch cool. Okay, liebe Leute, aber ich sehe gerade, dass die Folge voll ist. Leider Gottes. Es ist ja wieder total krass hier, wie schnell diese Folgen voll werden. Das ist richtig krass. Würde ich aber trotzdem mal sagen, wir bringen jetzt noch die Maske weg. Würde ich trotzdem mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Und es ist gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich werde beim nächsten Mal tatsächlich die drei Masken da draußen mal einsetzen. Und mal gucken, was dann passiert. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.